Dann gucken wir noch ein bisschen hier um die Kurve, um die schiefe Bahn herum quasi. Oh, hier können wir auch nochmal runter. Was ist da? Eine Kiste. Nur für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, ein Sturmgewehr. Gut, dass ich gerade alle auseinandergenommen habe. Na, da ist noch was verbuddelt. Na. Ach, das habe ich schon ausgegraben. Ach ja, hier ist ja der Startpunkt. Hier bin ich ja damals angekommen. Da muss ich da unten weiter. Um diese Karte zu erkunden. Das soll ja eigentlich das Atchison-Lager sein hier. Aber ich habe noch keinen Atchison getroffen, sondern nur diese blöden Gleisräuber. Irgendwo müssen die sich ja mal aufhalten, oder? Oh, hier unter der Brücke durch. Hoffe ich doch mal, dass die da irgendwo auftauchen. Unter der Brücke durch und über die Brücke rüber. Ah. Da sind doch welche. Atchison. Melissa, wer ist da? Ja, ich bin's, die Zitronen-Melissa. Verwittert und hart wie eine Ledergerte. Ein Blick in ihre Augen ist wie die Suche in ein Grab. Wie die Suche in ein Grab? Okay. Kommt mir nicht in die Quere, Ranger. Ich werde alle mein Ende setzen. Wie, Moment, jetzt was beenden? Die Fehde beenden, bevor sie uns ein Ende macht. Es wurde mir schon alles genommen. Meine Söhne, mein Mann, meine Schwester, die einen Topikern heiratete. Und auch ihre Tochter. Meiner Knecke-Kaber hat meine Männer aufgehangen und Casey James Bomben hat meine Frauen in die Luft gejagt. Und alles nur aus Stolz und Selbstsucht. Nun werde ich beidem ein Ende setzen. Entschuldigung, das musste raus. Das ging nicht anders. Also Moment mal, jetzt mal eins am anderen. Du hast ein Problem mit den Topikans? Es gibt keine Topikaner und auch keine Atchisons. Diese Namen haben keine Bedeutung. Wir gehören alle dem gleichen Stamm an. Wir alle wandern umher und arbeiten an den Schienen. Leute mögen den Gebrauch von uns und denen, um anderen die Schuld geben zu können. Idioten! Da ist was dran. Was ist denn hier mit dem Kotelettenknabber? Ein stolzer Narr, der denkt, er wäre König. Lieber lässt er seine Leute hungern, als Frieden zu machen, nur weil er meint, jemand müsste bestraft werden für etwas, was nichts weiter als ein Unfall war. Ja, so ist es dann. Und der hat deine Männer erhängt? Alle Männer der Atchisons hängen am Tor der Topikaner. Wir haben eine ganze Generation durch diese Fehde verloren. Es ist schon lange an der Zeit für uns Frauen, dies zu beenden. Ja, nobel, dass du das beenden willst, finde ich. Was hältst du denn so von Casey James? Er mag mein Anführer sein, aber er ist genauso ein Narr wie Knecke-Kaber-Bär. Er hat lieber ein wertloses Symbol in seiner Hand als Essen in den Bäuchen seiner Leute. Also ist es Casey, der die Bomben legt? Casey wird dies sicherlich verleugnen, aber er war auch derjenige, der all die Bomben vergrub. Er sagte, er höre damit auf, wenn Knecke-Kaber mit dem Lünchen der Atchisons aufhört. Und Knecke-Kaber sagte, er würde mit dem Lünchen aufhören, wenn Casey die Bombenattentate beendet. So lief es schon eine ganze Weile, aber nun ist dies Geschichte. Casey James tötet Frauen aus seinem eigenen Stamm? Caseys Bomben sind nicht wählerisch. Er sagte, es täte ihm leid, dass meine Sippe getötet wurde. Aber es wäre ihr Fehler gewesen, sich mit den Topikids einzulassen. Ich sage, es war ein Fehler, die Bomben zu legen. Da bin ich auf deiner Seite. Es war definitiv ein Fehler, die Bomben zu legen. Bist du nicht stolz, ein Atchison zu sein? Warum sollte ich? Wir sind nur ein weiterer Haufen von Mördern, genau wie die Topikans. Es muss einen anderen Weg geben. Lass es uns versuchen. Gebt mir dafür nur einen vernünftigen Grund. Glaubt ihr wirklich, ihr könntet einen Frieden zwischen diesen Idioten aushandeln? Oder wollt ihr sie umbringen, bevor ich es tue? Und wenn ich einen Frieden aushandeln kann? Ha, das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Aber gut, ich kneife die Arschbacken, aber nur so lange zusammen, bis wieder einer der Atchison oder Topikids ins Gras beißt. Gibt es nur noch einen weiteren Toten in dieser Fehde, rollen Köpfe. Zuerst Knecke-Kaber, dann Caseys und danach meiner. Okay, tschüss. Mensch, der ist ja... Das ist ja eine ganz fröhliche, die Melissa. Die hat ja richtig gute Ideen. Geht nicht weg. Bitte, bleibt im Zelt. Ich muss etwas zu essen finden. Wollte ich wirklich... Topikans werden dich schnappen. Aber wenn ich hier bleibe, werden wir verhungern. Dann lass mich gehen. Sie hängen keine Frauen.
Nein, das ist zu gefährlich. Dann lass uns halt hier stehen bleiben und verhungern. Wenigstens werden wir zusammen sterben. Und geht weg. Wenigstens werden wir zusammen sterben. Tschüss, ich gehe dann. Oh, da ist was vergraben. Oh, Schrott. Die hier ins Haus reingegangen? Da gehe ich mal hinterher. Hallo, ich schnall mal kurz rein. Na ihr, wie geht euch das? Bitte lass uns allein. Macht es dir etwas aus? Nö, es macht mir gar nichts aus. Ich habe da kein Problem mit. Ich fummel mal kurz in eurer Truhe rum, ne? Schau euch die Klamotten oder was ihr hier gerade habt. Ja, danke. Ich bin dann mal wieder weg. Tschüss. Ich vermisse meinen Mann. Ja. Ja. Ah, da ist noch eine Hütte. Gehen wir da auch mal rein. Guten Tag. Ehrlicher John, howdy, herzlich willkommen bei Switchmans Antiquitäten. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft nach mir. Ich heiße Honest John. Ja, ehrlicher John halt. Ein schmierig aussehender alter Mann mit ungleichmäßigem Bart und ausgedünntem fliegenden Haar. Er trägt ein rotes Halstuch als Lendenschurz und sonst nichts. Er riecht so schlecht, wie er aussieht. Ehrlicher John, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Warum heißt dieser Ort eigentlich Switchman Antiquitäten? Nun, früher war ich Weichensteller, aber da der Zug nicht mehr fährt, musste ich mir eine andere Arbeit suchen. Daher verkaufe ich nun erlesene Antiquitäten an anspruchsvolle Kunden. Das sind keine Antiquitäten, alles was ich sehe ist Müll. Klar sind das Antiquitäten, also die Mülltüte da drüben stammt von vor der Apokalypse und das vertrocknete Stück Grapefruit ist älter als ich. Honest John würde euch nicht anlügen. Gut, ich möchte ein paar Antiquitäten kaufen. Welche dieser feinen Antiquitäten fiel dir ins Auge? Was hast du denn da? Sega Genesis, Neo Geo, kaputte Kamera. Ein CDI für nur 5 Dollar. Den soll ich doch besorgen. Meins. Und im Gegenzug dafür kriegst du einen Tennisball. Und noch einen Tennisball. Und was haben wir noch Schönes? Einen menschlichen Augapfel kannst du auch haben. Eine leere Fiole. Und einen Eisenbahnschienennagel. So, was hältst du denn davon? Das ist alles Schrott. Alles Schrott. So, das ist doch ein hervorragender Tausch, oder? Yes, ich habe den CDI besorgt. Für den komischen Bastler-Typen. Was hast du hier alles rumstehen? Eine Kiste mit uralten Audiokassetten. Wahllos durchstöbern entdeckt ihr Cure, Kiss Me, Three Times, Shout at the Devil, Dance Mix und Road Trip Mix. Einen Roadtrip-Mix, da hätte ich ja schon Bock drauf, da mal reinzuhören. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen Probleme lösen und so weiter. Na, und wer wohnt in dieser Hütte? In der Ecke dieses Nomadenzelts ist etwas, das man großzügig als Auftürmung von waffenähnlichen Objekten bezeichnen könnte. Das da etwa? Oh, ein Karabiner. Moment, das ist ja doch ein Scharfschützengewehr. Das wäre was für dich, oder? Nee, wäre es nicht. Ist schlechter als dein jetziges. Aber nimm es mal trotzdem mit. Oh, und ein Toaster. Wer möchte den reparieren? 93%. Sieht gut aus. Gute Chancen. Komm schon, Sibylle. Mr. Knackel. Oh, da ist Düngerspray drin. Okay. Ob ich das für irgendwas brauchen kann? Ein Safe. Hier ist ja richtig was zu holen. Autsch, da war ja eine Falle dran. Warum sagt das keiner? Ihr habt doch Wahrnehmung benutzt. Nimmt sowas doch mal wahr. Ja, was für den Sanitäter und für den Chirurgen. Und da drüben ist noch ein Safe. Lass mich raten, der explodiert auch. Gleich nicht mehr. Oder gerade, ich weiß es nicht.
Geschafft. Und dann ist da noch ein elektronisches Schloss dran. Da darf Rose sich drum kümmern. Bastel das mal eben auf. Ah ja, ein Holzstab. Nein, wie schön. Und etwas Munition. Und natürlich Schrott. Was wäre die Welt ohne Schrott? Ist da noch was hinterm Haus? Nö, nur felsige Einöde. Aber felsige Einöde ist ja auch besser als gar nichts. Nicht wahr? Oh, da ist was vergraben. Immer wieder schön, immer wieder eine Überraschung. Was haben die Leute hier wohl mal verbuddelt? Ah ja, Munition und die Geschichte von John Henry Teil 2. Ah ja, die Geschichte von John Henry Teil 2. Schön, schön. Wollen wir hier nochmal in das Haus rein? Wo ist denn hier der Eingang? Warum ist es hier so dunkel auf der Seite? Wo ist die Tür zu dem Haus? Ach, da. Wir wollen schließlich überall Landfriedensbruch begehen. Meißel, ich bin bereit zu kämpfen. Das ist schön, Meißel. Meißel, so, so. Ranger, ihr wollt mich wohl hochgehen lassen, was? Tja, ich hatte einen guten Lauf. Erwartet nicht, dass ich still und heimlich gehe. Ich habe hier noch etwas zu erledigen und gehe nicht, bevor das erledigt ist. Entschuldigung, dich hochgehen lassen? Warum? Ihr wisst schon, für meine zahllosen Verbrechen. Ich wette, eure Akte über mich ist schon eine Meile dick. Ich bin Aidian Bumasitabo, bekannt als der Meißel. Ihr habt doch bestimmt von mir gehört. Ich bin der letzte harte Kerl, kapiert? Naja, sag mal, hat sich Hellraiser hier in letzter Zeit mal blicken lassen? Der idiotische Ranger war vor ein paar Wochen hier und wollte mich zu einer Befragung mitnehmen. Wisst ihr, was ich ihm dazu gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, er kann sich seine Befragung sonst wohin stecken und dann habe ich ihn fortgeschickt. Dasselbe werde ich gleich mit euch tun. Also, was hast du denn noch so zu erledigen, was so wichtig ist? Hä? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin Casey James, der Sicherheitschef. Was? Du bist Casey James? Jetzt soll ich ihn fragen, kennst du einen Casey James? Dann bist du also gar nicht Casey James. Kann es sein, dass du der Sicherheitschef von Casey James bist? Egal. Casey James? Ich bin sein Sicherheitschef. Ah, alles klar. Nicht wahr? Ich biete Schutz vor Eisenbahnräuber und diesen Topekanern. Der überlässt mir dafür eine Jurte. Ich wurde bestimmt schon besser bezahlt, aber nimm dich in Acht, du Grünschnabel. Ich bin jeden Cent wert. Deshalb musste ich die ganzen Gleisräuber umbringen, die du nicht erledigt hast, ja? Und was für Verbrechen sollen das eigentlich sein, die du so begangen hast? Zu viele, um sie zu nennen. Verbrechen, Vergehen, böse Sachen eben. Haltet ihr mich für ein Softie? Ich habe schon Typen für weniger abgeknallt. Für viel weniger. Und warum nennt man dich den Meißel? Warum nennt man mich den Meißel? Haha, alle wissen, warum man mich den Meißel nennt. Das ist, weil ich, tja, was weiß ich, ich habe vergessen, warum man mich so nennt. Egal, ich kann dir persönlich versichern, dass es wegen einer ganz schlimmen Sache ist, garantiert. Klar. Also, du kümmerst dich hier um die Sicherheit, wirklich? Und ob ich das tue, und solange dieser Krieg mit den Topekanern noch läuft, gehe ich nirgendwo hin. Ich stelle mich, wenn der Kampf aufhört, aber nicht vorher. Ja, gut. Gute Arbeit, alter Hase. Die Eisenbahnräuber sind weg, mit ein wenig Hilfe von uns. Oh ja, ich wusste, ihr würdet sie früher oder später verscheuchen. Die ganzen Geschichten über den Meißel erschreckten die Schwachen bis ins Mark. Genau. Was ist eigentlich eine Jurte? Du stehst drin. Siehst du, du stehst in einer. Ach, ich hasse diese gottverdammten Hippie-Tipis. Gut, sind wahrscheinlich immer noch besser als draußen im Staub neben diesen Eidechsen zu pennen. Was hast du gegen Eidechsen? Eidechsen sind voll super. Die sind voll eidechsig und die haben Eier und die Dechsen, die sind voll Nektar, Mann. Immer haben die Leute was gegen Eidechsen. Das verstehe ich gar nicht. Arme Eidechsen. Die sind sowas von Nektar, yo. Oh, ein Brunnen. Die Winde dieses Brunnens hängt ein paar Granatsplittern. Es sieht so aus, als ob sie vom Kugelhagel weggeblasen wurde. Hm, das ist nicht so super für die Leutchen, die hier eventuell was trinken wollen. Oh, hey, da ist ja ein Auto.
Der vorletzte V8 Interceptor. Ja, du vermisst deinen Mann, das habe ich auch schon gehört. Guck mal, eine Wippe. Diese Wippe sieht so aus, als wäre sie aus übrig gebliebenen Zugteilen zusammengesetzt. Aha. Und hier ist noch ein Haus. Ein großes Haus. Ob da der Chef wohnt? Ob da Casey James... Casey James. Casey, alte Hütte. Was hast du hier rumstehen? Eine ungeöffnete Blechdose mit Scheißpulver. Und was steht da? Eine leere Kaffeebohndose. Casey, baust du wieder Bomben? Du baust doch wieder Bomben, oder? Ein harter Mann in seinen frühen 40ern mit einer Haut wie aus Leder. Sein kantiges Gesicht wird von wilden Koteletten eingerahmt und er hat Schienennägel auf beiden Vorderarmen eintätowiert. Seine Kriegsbemalung lässt ihn aussehen, als wäre er mit Ruß bedeckt. I really ain't in the mood to swap words, D-Rangers. My daughter Jesse should have been home by now. She's been sneaking off with that damn Topekan boy. And I just know he did something stupid and got her captured. Ah, dann ist Jesse seine Tochter. Aha, aha, aha. Also du scheinst hier eine Menge Schießpulver zu haben, mein Freund. Na klar, wie Schießpulver. Das benutzen wir, um Felsbrocken und Gestein aus dem Weg zu sprengen, wenn wir Schienen verlegen. Kommen wir zur Sache. Wo ist der Bremsklotz? Wo du ihn niemals finden wirst. Also die Bombe am Fahrrad auf dem Spielplatz wurde aus einer Kaffeedose gebastelt. Wie kommt ihr darauf, dass das was mit mir zu tun hat? Es liegen jede Menge Kaffeedosen in der Welt rum. Ja, zum Beispiel in deinem Haus. Also vielleicht können wir dir ja Jesse zurückbringen. Ich, wirklich? Wir sind schon so lange auf uns allein gestellt, dass ich vergessen hatte, wie sich ein freundliches Wort anhört. Meinst du das wirklich ernst? Sag einfach, was du dafür haben willst. Du könntest dafür den Krieg beenden. Ich weiß nicht. Na gut, du gewinnst. Der Krieg hat uns nichts als tote Kinder auf beiden Seiten gebracht. Keine Ahnung, warum ich das erst erkennen konnte, als meine Tochter bedroht wurde, aber... Tja, sag Knecke Kaber, dass ich mit dem Töten aufhöre und verhandeln möchte, wenn er meine Tochter zurückbringt. Okay, das werde ich ihm ausrichten. Und Jesse trifft sich mit einem Topekaner-Jungen? Kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Er und Jesse waren schon Freunde, als dieser Dieb Knecke Kaber uns aus dem Topekaner-Lager warf. Ich riet ihr, sich mit den Atchisons Kindern anzufreunden, aber sie ist stur, genau wie ihr Vater. Might not be polite, but the sooner you're gone, the better. Ja, ich gehe schon. Also, wir sollen für ihn seine Jesse zurückholen, die ja noch irgendwo bei den Atchinsons, bei den Topekanern rumlungerte. Und wenn wir das tun, dann ist er bereit zu verhandeln, um den Krieg irgendwann zu beenden. Das finde ich ziemlich gut. Dann holen wir mal Jesse, oder? Und befördern erstmal kurz. Oslo Senfverwalter, du kannst auch gar nichts. 3 Fertigkeitenpunkte, das ist ja... Sollst du mit 3 Fertigkeitenpunkten? Da kannst du ja höchstens irgendwie. Nein, du musst sparen auf Safe knacken und Wahrnehmung. Du sparst die schön. Ja, dann heißt das bis dahin ganz zurücklaufen. Schön, schön, schön. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Na, ihr Leutchen, ich laufe hier nur kurz lang. Ich hab's eilig. Ja, du vermisst deinen Mann. Das tut mir auch sehr leid. Diese Leute haben nichts, das hast du gut erkannt, Rose. Großer Gott, sie verhungern. Ja, dann ist das halt so. Kommt schon immer die Schienen entlang. Wir sind bald da. Glaube ich. Mann, hier steht alles voller Bierflaschen. Ach, hier raschelt der Wind in den Blättern. Hat auch was. So, da sind wir am Ausgangspunkt. Reist, meine Lieben, reist! Ja! Reist. Ach guck, da reisen wir schon ein bisschen. Das ist ja schön. Ach,
Ach, und dafür wesen ein paar Leichen am Galgen. Das ist alles so anheimelnd hier.